die sind halt versucht, einfach mal auszuwandern. Es muss ja nicht gleich Philippinen sein, kann ja auch die Schweiz sein, aber wenn man erstmal ausgewandert ist, eine Familie hat, dann kommt man auch nicht mehr so schnell wieder zurück. Du wolltest mir doch eigentlich noch eine fiesere Frage stellen zu dem in dem Zusammenhang. Ja, erzähl einfach, ich habe sie anscheinend unterdrückt. Ja, ich dachte, du wolltest mich fragen, ja, aber ich bin doch jetzt quasi, weil man ja immer dafür kritisiert, dass man auswandert, kritisiert wird, dass man auswandert. Ja, warum du lässt uns im Stich? Das wolltest du eigentlich fragen. Und die Frage beantworte ich sehr gerne. Das ist natürlich Ausfluss der Verblödung der Massen, der Kollektivismus. Weil die Tatsache, ob ich jetzt auswandere oder nicht, ändert überhaupt nichts am Bruttosozialprodukt. Gar nichts. Ja? Aber ich bin ja dafür verantwortlich, was mit meinem Leben passiert. Und wenn alle anderen Leute so unfassbar blöde sind, weiterhin die Merkel zu wählen, dann verschlechtere ich ja mein Leben. Und ich kläre ja weiterhin auf und würde ja gar nicht so aufklären, wenn ich nicht im Ausland sitzen würde. Aber ich bin ja nicht verantwortlich für die 80 Millionen Vollidioten, die es nicht schnallen. Ja? Ich versuche sie ja aufzuklären. Aber ich muss doch schauen, dass wenn ich die Katastrophe nahen sehe, und ich warne ja sogar auch noch, aber auch einer, der nicht warnt. Er ist verantwortlich für seine Familie und sein Umfeld und seine Freunde. Natürlich habe ich jeden versucht zu überzeugen, ja, mit wenig Erfolg. Aber das ist ja nicht mein Problem, wenn die anderen sagen, nee, ich bleibe lieber da, ja, dann bleib halt da. Aber ich bin doch nicht verantwortlich für die Handlung von anderen. Sowas können nur Menschen denken, die kollektivistisch denken. Ich meine, ich bin ja sogar die Verantwortung in dem Sinn, weil ich die Leute versuche aufzuklären, aber auch Leute, die nicht versuchen aufzuklären, die haben keine Verantwortung für andere Idioten, die zu blöde sind, das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen. Ich meine, muss man sich mal vorstellen, dass in der jetzigen Situation über 85% die Altparteien wählen. Ich wäre vollkommen vertrottelt, wenn ich sage, ja, für die Idioten bleibe ich jetzt da daheim und lasse mich da abmessern. Ne? Das ist einfach nur, meistens ist es ja der. Auch Neid ist halt die größte Eigenschaft oder der Deutschen, die größte negative Eigenschaft der Deutschen. Es sind wahrscheinlich viele neidisch drauf, aber die sagen ja dann zum Beispiel, man wäre feige, wenn man sich verzieht. Nee, in Wirklichkeit wandern die alle nicht aus, weil sie zu feige sind, auszuwandern. Weil natürlich braucht man Mut, in einer völlig neuen Umgebung sich zurechtzufinden. Das ist ja auch der Grund für unser Projekt, dass du da den Vorteil hast, du bist dann unter lauter Gleichgesinnten, ja, wo es nicht mehr darum geht, ob 9/11 Inside-Job war, da lachen wir drüber, sondern da hast du ja schon ein Umfeld, wo du dich quasi ins gemachte Nest setzt. Also alleine einfach so auszuwandern, das hätte ich auch nicht gemacht, ja, ist schwieriger. Oder ich hätte es auf jeden Fall später gemacht. Aber so fiel es mir natürlich leichter, auch wenn die Gemeinschaft dann nichts geworden ist, aber jetzt haben wir ja eine. Aber es ist kostet natürlich, jeder, der sich das überlegt, auszuwandern, weiß, dass es Mut kostet, auszuwandern. Sonst würden sie ja viel mehr machen. Also, ja, ich sage aber auch nicht, dass jeder, der daheim bleibt, feige ist. Es gibt zig Gründe, daheim zu bleiben. Aber die auswandern, sind nicht die Feigen, sondern sind die Mutigen und natürlich die Weitsichtigen. Aber natürlich, in der Masse trägt jeder, also ich auch, zum Fitzelchen, zu diesem Brain Drain bei. Aber das ist ja nicht meine Schuld, sondern das ist die Schuld der Regierung bzw. der anderen. Das ist ja, die meisten Deutschen mögen ja die Oberen, die Produktiven nicht. Ja, das ist ja auch eingetrichtert worden in der Schule und so weiter. Aber sich dann darüber zu beschweren, dass die dann weggehen, ja, also ich bin jetzt nicht vom Verdienst im Moment überhaupt nicht bei den Oberen, aber sagen wir mal bei den Produktiven, und dann beschweren die sich noch, dass sie weggehen. Ja, Vollidioten, hätte da halt nicht die Räuberparteien gewählt. Ich meine, das war ja schon vor der Flüchtlingskrise so, dass 70% Steuern und Abgaben sind. Ja, ihr habt die gewählt. Jetzt kommt damit zurecht, dass die sich das nicht mehr gefallen lassen, ausgesaugt zu werden, dass die gehen. Euer Problem.